stop running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah. Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es ums Thema Putzen und alle meine Männer sind plötzlich ausgeflogen. Ja, ich würde sagen, läuft bei mir. Viele von euch schauen sehr, sehr gerne meine Putzroutinen, interessieren sich für die Produkte, die ich hier im Haus verwende, um alles sauber zu halten. Und deshalb heute dieses Video. Ich kann euch allerdings schon mal sagen, dass auch ein riesengroßer Flop mit dabei ist. Das erwartet ihr mit Sicherheit nicht, also dass dieses Produkt bei mir gar keine Chance hat. Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Ich habe mir dieses Teil zum Geburtstag gewünscht. Ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt. Es steht da drüben. Dazu kommen wir noch, aber ich zeige euch auch wirklich fantastische Produkte, die ich tagtäglich verwende. Es sind nicht viele Produkte heute in diesem Video, aber es sind richtig krasse Produkte, die mir mein Leben jetzt hier, was das Putzen betrifft, wirklich vereinfachen. Und ich würde sagen, falls es euch interessiert, wie ich hier das Haus sauber mache, also ein Teil davon, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Wir starten mit einem richtig krassen, innovativen Produkt, das ganz, ganz neu ist und oh mein Gott, ich liebe ihn. Allerdings hat er wirklich einen harten Job, muss ich dazu sagen. Wir sind ja 7 Personen, also ein Baby und 6 Personen, die hier rumlaufen, plus noch die Bella, also unseren Labrador. Und ja, er hat schon einiges zu tun, fährt auch tatsächlich jeden Tag rum und oh mein Gott, dieses Produkt ist so, so krass. Und zwar ist es der Roborock S6. Wie stylisch ist der bitte? Also der hat auch eine richtig, richtig tolle Ladestation, die man sichtbar irgendwo hinstellen könnte. Normalerweise versteckt man ja eher solche Produkte, also packt sie irgendwo hin, wo sie jetzt nicht unbedingt gleich sichtbar sind, wenn Gäste kommen und so weiter. Aber ich finde den richtig, richtig stylisch. Und das ist ein vollautomatischer Saug- und Reinigungsroboter. Und zwar überquert er Hindernisse, also das heißt von Fußleisten zum Beispiel auf Parkettboden oder vom Parkett eben auf die Fliesen. Er schafft auch unseren Teppich zum Beispiel. Da schaltet er dann automatisch in den stärksten Modus. Also das heißt, er merkt dann, wenn da ein Teppich ist und dann gibt er Vollgas, damit der Teppich auch wirklich richtig schön sauber wird. Und er hat, was ich richtig genial finde, eine App, die nennt sich Mi Home App und dadurch wird er eben gesteuert. Er zeichnet den Raum ein und die Gegenstände werden dann umfahren und in der App könnt ihr euch zum Beispiel auch die Flächen einmarkieren, die ihr auslassen soll oder ausschließlich reinigen soll. Also das heißt, wenn zum Beispiel die Kinder meinetwegen was gebaut haben, ja, aus Lego. Und da darf eben nicht der Staubsaugroboter dran, weil sonst wäre das ja ruiniert. Normalerweise musste man dann so Teile kaufen, die dann eben extra Geld kosten oder so Sensoren waren das, glaube ich, die mal hingestellt hat und dann ist er da eben nicht weitergefahren. Aber jetzt könnt ihr euch das in der App quasi markieren. Das wäre dann quasi die No-Go-Zone. Ihr müsst euch das einfach nur mit dem Finger, der Max hat mir das gezeigt, das war richtig genial, ja, so markieren, dass da der Staubsaugroboter eben nicht hinfahren darf. Der zeichnet den Raum ein. Das ist wirklich unglaublich. Also ich habe echt gedacht, ich spinne, als ich das gesehen habe. Und zwar sind da Sensoren drin. 14 Stück, die nennen sich Laser-Distanzsensoren und die erstellen eben in Echtzeit eine Karte, mit der der Raum durch die Steuerung der App gereinigt wird. Jeder Raum wird abgebildet und ihr könnt auswählen, ob das komplette Zimmer quasi gereinigt wird oder ob er eben auch was auslassen soll. Er hat wirklich einen mega krassen Akku, also bis zu 3 Stunden und was ich total schön finde, dass er, wenn er aufgeladen werden muss, zu seiner Station zurückfährt, lädt sich auf und falls er jetzt hier im Haus noch nicht fertig war, dann fährt er wieder dahin zurück, wo er eben aufgehört hat. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass er nicht kreuz und quer rumfährt, sondern dass er das wirklich ganz ordentlich macht und auch wirklich sehr schnell und sehr gründlich. Und die Wischfunktion, die ist halt auch genial. Ihr habt hier so einen Wasserbehälter mit dabei. Der sieht so aus. Hier könnt ihr 140 Milliliter Wasser einfüllen. Ist total einfach dran zu machen. Also ist total easy. Ihr habt dann hier noch diese ja, Putztücher mit dabei. Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn, das Teil. Und in der App seht ihr dann auch, wie viel Akku ihr noch habt. Also wenn ihr unterwegs seid, dann seht ihr, was euer Staubsaugroboter so macht. Und für die Sturzvermeidung, Oberflächenerkennung und Kollisionen arbeiten quasi die 14 Sensortypen zusammen. Jetzt hier, wir haben ja viele Treppen, da stürzt er nicht runter. Also da hat er eben den Sensor drin und dann macht er keinen Abflug quasi, was natürlich ideal ist. Und er ist wirklich auch total leise, sodass man ihn Tag und Nacht einsetzen könnte, theoretisch. Also wenn man zum Beispiel Nachbarn hat
oben und unten, wäre das alles gar kein Problem. Der arbeitet wirklich total leise. Und hier diese rotierenden seitlichen Bürsten, die dienen eben dazu, dass er auch gut in die Ecken reinkommt. Dadurch, dass er ja rund gebaut ist, ist das natürlich ein bisschen schwierig mit den Ecken, aber die stehen so ein bisschen raus, könnt ihr ja jetzt hier wahrscheinlich sehen, und da kommt er eben auch ideal in die Ecken rein. Mein Fazit zu unserem neuen Staubsaugroboter ist einfach, dass es genial ist, das Teil. Muss ich wirklich so sagen. Also das heißt, während ich zum Beispiel koche oder die Wäsche mache, während ich oben im Büro bin, irgendwas arbeite, fährt mein Staubsaugroboter rum. Ich weiß, dass das alles gründlich ist. Ich markiere das alles ein, wo er nicht rumfahren soll, und ich bin einfach total glücklich. Und deshalb heute in diesem Video, vielleicht ist es ja auch ein kleiner Tipp für euch, also falls ihr noch sowas sucht, da können sich einige Firmen wirklich eine große Scheibe von abschneiden. Ich meine, allein die Akkuleistung, ja. Die ist wirklich absolut genial, habe ich ja schon erwähnt. Und zu meinem Flop-Produkt, das hat nämlich auch ein Problem mit dem Akku, womit man eigentlich gar nicht rechnen würde, habe ich euch ja schon gesagt, das ist eine richtig heftige Marke. Aber dazu kommen wir gleich. Wir kommen jetzt erstmal noch zu einem anderen Schätzchen, das ich auch wirklich tagtäglich verwende. Und zwar sind es Putztücher. Ja, also das war jetzt gerade in Verwendung, so wie auch das hier. Das ist jetzt auch noch nass. Und zwar sind das diese Putztücher hier von der Firma Sima. Die gibt es bei Amazon. Ich werde euch alles, was ihr heute hier seht, mal unten in der Infobox verlinken. Dann müsst ihr nicht so lange danach suchen. Auf jeden Fall könnt ihr mir glauben, dass ich schon unglaublich viele Putztücher gekauft habe, getestet habe, verwendet habe, was auch immer. Aber das sind meine absoluten Zaubertücher, so nenne ich die. Diese Erfindung ist sowas von genial. Wirklich, das ist so krass. Ihr habt so viele Vorteile mit diesen Tüchern. Und zwar zum einen, was für mich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, wahrscheinlich mit der wichtigste, dass ihr nur Wasser braucht, um mit diesen Putztüchern zu putzen. Also das heißt, ihr müsst keine zusätzlichen Putzmittel kaufen, was natürlich auch super für die Umwelt ist, für unseren Geldbeutel, ganz, ganz klar. Es gibt zum anderen verschiedene Größen, was ich auch sehr, sehr gut finde, was auch nochmal sehr wichtig ist, dass ihr eine absolute Zeitersparnis habt, denn ihr müsst nur einmal drüber gehen, also ihr müsst nicht trocken nochmal drüber. Ihr müsst natürlich vorher den Schmutz wegmachen. Ich denke, das ist aber jedem klar. Also ihr könnt jetzt nicht über Fett, über Staub gehen, ne? Also so krassen Staub, sondern ihr macht euch vorher erstmal sauber und dann zum Beispiel gerade die verspiegelten Möbel. Ihr wisst ja, wir haben hier unglaublich viele Spiegel, Fenster, verspiegelte Möbel, und da sind diese Putztücher wirklich Gold wert. Oh mein Gott, was für eine Erfindung ist das bitte? Der absolute Wahnsinn. Ich gehe da einmal nur drüber und dann ist alles perfekt sauber. Und das ist natürlich ein großer Pluspunkt, wenn man so eine Zeitersparnis hat. Ich kann euch das mal ganz kurz erklären, und zwar die kleinen sind meine Lieblinge, also die bevorzuge ich zum Beispiel. Es gibt auch die große Variante, die sehen dann so aus. Das wäre dann diese Größe hier, ne? Aber wie gesagt, ich mag eher die kleinen, sehen dann so aus, schön handlich. Ihr geht einmal unter den Wasserhahn, macht es komplett nass, wringt es aus und dann geht ihr eben über eure Fläche. Zum Beispiel einen Glastisch, Spiegel im Bad, ne? Armaturen zum Beispiel, ohne Schlieren. Also das ist so, so krass, ich kann das gar nicht glauben, echt. Das ist so eine geniale Erfindung. So kommt das Ganze zum Beispiel an. Also das ist diese Premium-Variante, aber es gibt eben auch die kleine Variante. Mega krasse Erfindung, kann ich euch wirklich empfehlen und ans Herz legen. Ich liebe sie und deswegen heute in diesem Video. Kommen wir zum nächsten Produkt, das ich abgöttisch liebe. Da haben mir auch ganz, ganz viele auf Instagram geschrieben, dass sie es nachgekauft haben, super dankbar sind. Ihr schickt mir immer wieder Bilder, was ich richtig toll finde. Ich bin auch ganz glücklich, dass ich das Produkt entdeckt habe und mir gekauft habe. Ich habe es auch schon nachgekauft. Hab's meiner Familie in Italien auch gekauft. Die sind auch total begeistert. Die haben ja auch viel Edelstahl. Ich habe zwei riesengroße Abzugshauben, die ja auch regelmäßig gründlich gereinigt werden wollen. Sonst sieht's echt schrecklich aus. Mikrowelle, Backofen, Kaffeemaschine und Dampfgarer. Ja, da ist auch immer schön mit Fingerabdrücke was zu tun. Und deshalb habe ich mir dieses Produkt hier auch nachgekauft. Es ist schon fast leer, allerdings habe ich das fast 3 Jahre gehabt, also es ist so ergiebig. Und als es jetzt im Angebot war, habe ich zugeschlagen, ich glaube 4 Euro noch was. Ich bin mir jetzt nicht sicher, lasst mich nicht lügen, aber das gibt es auch bei Amazon. Hier ist meine neue Packung, die haben das vorne dran nur so ein bisschen geändert, aber ist ja wurscht, ist dasselbe drin und ich finde es einfach genial. Ihr macht euch ein bisschen was auf einen Putzlappen, also ich habe da ja immer alte Stoffe, die ich ja, mir zusammenschneide, das wisst ihr ja, und mach natürlich erstmal das Fett weg und den groben Schmutz, sage ich jetzt mal so. Und dann mache ich mir ein bisschen was
auf dieses Tuch, gehe drüber und poliere das Ganze mit einem trockenen Tuch wieder nach. Also so handhabe ich das und auf Instagram haben mir unglaublich viele geschrieben, ob ich jetzt plötzlich eine neue Mikrowelle habe, weil ich habe euch das vorher nachher gezeigt und es geht auch ultra schnell. Also wirklich im Handumdrehen habt ihr da eine richtig schöne, saubere und ordentliche Oberfläche. Ich habe mir jetzt auch die zwei Produkte hier gekauft, aber die habe ich jetzt noch nicht verwendet, muss ich sagen. Das ist jetzt speziell für die Mikrowelle und das eben für den Backofen. Aber wie gesagt, die habe ich jetzt noch nicht verwendet. Ich habe das einfach mitbestellt und gekauft, auch wegen dem Porto. Habe mir gedacht, ich teste das einfach. Und in Italien, wie gesagt, die sind auch alle super glücklich mit dem Produkt. Richtig genial, testet es gerne mal aus. Also falls ihr auch so viele Flächen habt wie ich jetzt mit Edelstahl, dann kann ich euch das wirklich ans Herz legen. Und was den Backofen betrifft, kann ich euch noch ganz kurz dieses Produkt hier zeigen. Das habe ich euch auch schon öfters gezeigt in meinen DM-Hauls. Das verwende ich tatsächlich auch für mein Ceran-Kochfeld. Ich habe es euch das letzte Mal schon gesagt, ohne Gewehr, weil es auch nicht draufsteht, dass man das damit reinigen darf. Aber ich mache es. Und ganz viele von euch haben mir geschrieben, dass sie es auch getestet haben und dass sie ganz glücklich sind. Der Backofen bei uns, der sieht immer nicht so toll aus. Also das Ganze ist eher schlecht als recht. Na, mit vier Jungs, die auch gerne mal eine Tiefkühlpizza essen und mal was daneben geht. Ich sprühe meinen Backofen damit ein und lasse das einwirken. Oh mein Gott, der sieht aus wie neu und ich liebe es. Der einzige Nachteil ist eben, dass es richtig heftig stinkt und das ist total unangenehm. Also ich sprühe immer erst ein, gehe ein Stück auf Seite, lasse es einwirken und dann nehme ich das Ganze ab. Kaufe ich immer bei DM. Vielleicht ist es ja nützlich für euch, dieser Tipp. Also wie gesagt, ich bin total begeistert. Und jetzt kommen wir endlich zum Flop. Oh mein Gott, ja, wahrscheinlich erwartet ihr das alle nicht. Ich habe es auch mir anders vorgestellt, das Ganze. Und zwar habe ich mir dieses Produkt zum Geburtstag gekauft. Ich habe es mir gewünscht und habe mir wunderweiß was davon erwartet. Aber wie gesagt, ich bin total enttäuscht. Ich habe es mir während der Schwangerschaft gekauft, weil ich mir gedacht habe, dass es bestimmt total praktisch ist. Das ist der einzige Pluspunkt. Der ist super leicht, ja? Dieser Handstaubsauger ohne Kabel, aber das ist auch das Einzige. So, kommen wir zu den Nachteilen. Was ich richtig heftig finde, ist der Preis. Das Ding hat gekostet, ich glaube, 750 oder 800 Euro. Lasst mich nicht lügen, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich will da gar nicht drüber nachdenken, ja? Weil ich so sauer bin. Also scheinbar habe ich viel zu viel erwartet. Das kann natürlich auch sein, aber das Teil hat so viele negative Punkte. Zum einen ist der Akku ständig leer. Also das heißt, die versprechen zwar, dass das eine Mordslaufleistung hat, ich glaube eine Stunde. Nach der halben Stunde gibt er bei mir schon den Geist auf, ja, weil er keinen Bock mehr hat. Zum anderen ist es so, dass man die ganze Zeit hier gedrückt halten muss, wenn man saugt. Wenn du die ganze Zeit gedrückt halten musst, empfinde ich das halt eher als nervig. Hört sich jetzt erstmal nicht so schlimm an, ne? Naja, komm, ist doch nicht so schlimm, wenn du die ganze Zeit gedrückt halten musst. Aber die hätten ja wenigstens so eine Funktion machen können, dass es dann einrastet. So wie beim Tanken zum Beispiel. Da stehst du ja auch nicht die ganze Zeit da und tankst. Gut, du tankst auch nicht eine halbe Stunde. Aber ihr wisst, was ich meine. Das sind ja nur so Kleinigkeiten, die ich einfach erwarte bei dem Preis. Und zum anderen ist es auch so, dass mir dieser Behälter zum Beispiel, was ja bei diesen beutellosen Staubsaugern eigentlich ein Vorteil sein soll, was die Umwelt betrifft, aber man atmet es ja dann auch ein, ne? Also ich finde es nicht so ideal. Ich habe noch zwei andere Dyson Staubsauger, die eben sehr, sehr schwer sind und deswegen habe ich mir den zugelegt, wie gesagt in der Schwangerschaft, weil ich nicht die ganze Zeit das Teil hoch und runter tragen wollte. Der ist auch beutellos. Das ist irgendwie nichts. Immer wenn ich das so ausleere und dann so dieser ganz, ganz feine Staub hochkommt, denke ich mir, bloß weg. Also nicht so ideal. Hier gibt es ganz viele Teile noch als Zubehör, aber mein Gott, was soll ich machen? Wenn ich mit dem Staubsauger nicht zufrieden bin, dann ist das auch ja, unnötig sozusagen. Also es ist halt eher schlecht als recht. Sagen wir es so, aber vielleicht ist es auch Jammern auf höchstem Niveau. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich habe ich mir viel zu viel erhofft für den Preis. Falls ihr noch auf der Suche nach einem kabellosen Staubsauger seid, schaut euch um. Ich denke einfach, dass ihr mit Sicherheit, wenn ihr einen kabellosen Staubsauger haben möchtet, eine Alternative findet, die günstiger ist. Ich habe ja auch noch die anderen zwei, die auch wirklich toll sind, auch von der Leistung her. Aber ich glaube einfach, dass man da schon auch den Namen bezahlt. Und jetzt kommt noch das Allerbeste. Der ist mega laut. Und man meint wunderweiß, was der jetzt saugt und was der kann. Aber der saugt einfach nicht das ein, was ich möchte und verspricht es aber. Also auch noch ein Nachteil.
ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem anderen brauche ich ein Ersatzteil, das bekomme ich gar nicht mehr. Und für das, dass ich so viel Geld für den Staubsauger ausgegeben habe, also ich habe auch bei eBay geschaut, ich habe überall geschaut, ich habe dort angerufen, keine Chance. Ich bekomme das Teil einfach nicht mehr. Es wird nicht mehr hergestellt und da erwarte ich einfach mehr. Vielleicht seht ihr das anders, was auch total in Ordnung ist. Ich wollte einfach meine Erfahrung mit euch teilen und ja, wie gesagt, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit meinem Teil. Es sieht zwar schick aus, aber davon habe ich auch nichts, ne? Okay, meine Lieben, also dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal. Ich habe hier zwar noch ein paar andere Produkte, aber wenn es ums Putzen geht, da fange ich an und erzähle und erzähle. Und ich glaube, dass dieses Video schon recht lang geworden ist. Ich mache einfach noch einen anderen Teil draus und hoffe, dass euch dieser Teil hier gefallen hat. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Für weitere Infos, wie gesagt, schaut unten in die Infobox. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ihr könnt diesen Kanal kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von uns. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!